Hallo Leute und herzlich willkommen hier bei Leocraft. Ich verrate euch nicht, was in der Kiste ist. Wollt ihr gar nicht wissen. Nee, sage ich euch jetzt echt nicht, aber die Kiste befindet sich hier oben. Machen wir wieder zu. Die Sache ist, wie ihr da hochkommt, müsst ihr selbst ausprobieren. So, gut, wir wollen heute das Wetter besser machen. Und ey, es ist schöne Nacht. Und bei schöner Nacht wechselt man am besten zum schönen Wetter. Und wir nehmen uns jetzt ein Bötchen. Und nein, wir nehmen uns kein Bötchen, wir nehmen uns. Wir nehmen uns ein Zügchen. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, was ich hier gemacht habe. Wir nehmen uns eine. Nein, wie heißt es? Doch, Lore. Doch, ich wusste es doch. Lore heißt das Ding auf Deutsch. So, nun gehen wir Richtung Tempel. Ja, wir werden so langsam. Gehen wir in die richtige Richtung. Und der Tempel ist heute nicht das Einzige, was wir erkunden werden. Weiter. So. Tempel heißt immer Schatz. Tempel heißt meistens Schatz. Das ist er. Man kann hier irgendwo reingehen. Hallo Haas. Hier kann man reingehen in den Tempel. Man sollte sich nur nicht verirren in dem Minecraft-Tempel. Nein, hier ist nichts. Nein, hier ist überhaupt nichts. Überhaupt nichts ist hier. Also nur ein bisschen verrottetes Fleisch. Naja, warten es haben wir das Fleisch noch nicht verrottet. Auch ein paar Zauberbücher. Oh, was Affinität. Falls ihr Grabräuber sein wollt, ich empfehle es euch aber nicht. Kann böse Folgen haben. Wie gesagt, der TNT ist schon weg, aber hier ist noch ein anderes da. Ah gut, ist ja eure Sache. Gut, wir machen weiter mit was anderem. Und zwar mit dem Bergwerk. Und zwar, wir hüpfen da ein bisschen rum. Hops, hops, hops. Kommen dann zum Hafen. Hier sollte mal der Hafen entstehen. Mittlerweile ist das Projekt Hafen auf Eis gelegt. Nach Richtung Neu- und Altdorf fahren wir mit der S-Bahn. Weiter. Ich nehme meine Lore weg. Wer weiß, wer damit fährt. So, zum Bergwerk. Auch nur für Mitarbeiter. Das heißt, nur wenn ihr wirklich eine Bergmannsausbildung habt. Also, meine Familie väterlicherseits war Bergbaufamilie, beziehungsweise mein Urgroßvater väterlich-mütterlicherseits war Bergwerksdirektor irgendwo in der DDR. So, da steht irgendein Scheiß rum. Nicht mehr lange. Gut, passt auf, dem sollte man nicht mehr kommen. Loren, Loren, Loren. Die ersten Weichen, die ich gebaut habe. Hier kann man noch sehr viel entdecken. So, ich hopp's jetzt mal. Ihr seht, aus dem Spinnennetzwerk kommt ihr nicht so schnell raus. Naja, so viel zu erkunden gibt's nicht. Das meiste ist auch. Die Sache ist. Nee. Da kann man sich ganz schnell drin verirren. Also dann warne ich euch davor. Verirrt euch hier nicht. Ihr könnt aber Pilze finden hier. Und Obsidian. Das heißt, darunter ist Lava. Nicht zu empfehlen. Pilze wachsen hier gut. Jetzt habe ich mich wahrscheinlich verirrt. Ne, irgendwo hier unten. Ah, wo Schienen sind, kommt man wieder zurecht. Jo, hier geht's raus. Also, man kann mal suchen, ob es was gibt. Dann geht es wieder nach oben. Es sind halt keine Antriebsschienen, deswegen geht das nicht ganz so schnell, aber komm. Damals im Förderschacht ging es auch nicht so schnell.
Wir fahren jetzt ganz gemütlich nach oben, denn wir haben noch jede Menge Zeit und widmen uns dem nächsten Dorf. Das erste Dorf, das ich, erste natürliche Dorf, das ich gefunden habe. Welches wir in Kürze erreichen. Oh, die Sonne geht auf, glaube ich. Ich meine, die geht auf. Ja, geht auf. So, das erste natürliche Dorf finden wir nach einer kurzen Unterbrechung. Viel Spaß. Doch, wir finden sie nach einer kurzen Unterbrechung, denn ich lade die Welt nochmal neu. Ist auch wieder interessant. Creeper wurde dann aus einem Programmierfehler gefunden. Ja, dann stimmt, kann ich sagen. Und zwar ist der Creeper aus einem Programmierfehler des Schweines entstanden, nur mal so ganz nebenbei. So, wir fahren weiter. Und da sehen wir schon das erste Dorf. Kleiner, aber es hat immerhin eine Straßenbahn. Da sieht man am besten, der Regelzug hält nicht an diesem Dorf, dafür ist es zunächst gleich. Ich habe mal die erste aufgehört, weil ich da halt kein weiteres Dorf gefunden habe. So, das ist das Dorf genannt Neudorf, glaube ich. Ja, Neudorf, weil es ein neues Dorf war. Liegt so ein bisschen halb am Ozean, deswegen gibt es dort auch wieder Schiffanlegestellen en masse. Da hinten gibt es auch noch was ganz Komisches. Oh, und da hinten ist noch was ganz Tolles. Rathaus ist nicht da, aber die ersten Versuche eines. Hier, öffentliche Öfen gibt es auch hier. Dann ein Kohleladen. Auswurf. Naja, man kann sich alles rausnehmen. Oder man kann auch hier freundlich bei einem Villager bezahlen und dann warten, dass das so rausgedingst kommt. Ach, füllt sich automatisch nach. Gut. Dann ist jetzt halt eins wenig Augen drin. Muss man auch mal nachfüllen, so baue ich Häuser. Ungefähr. So ein halbes Haus soll das darstellen. So, wo ist das Rathaus? Da unten ist das. Da unten ist das Rathaus und was es hier noch mehr zu entdecken gibt, sehen wir gleich, nachdem wir hier. Das ist auch eine der moderneren Straßenbahnen als der neueren, denn es gibt zwei Linien, die hier verkehren. Ich habe nämlich noch ein weiteres Dorf gefunden, ich glaube, aber wir schaffen es nicht. Doch, vielleicht schaffen. Hier war ganz früher mal der Bahnhof. Deswegen alter Bahnhof. Der war. Da, deswegen ist es hier auch so komisch gelaufen. Da war hier dann Ende. Weiß nicht, ob ich irgendwo noch die Welt habe. Davon, wie sie mal war. Halt, wieso sind wir ausgestiegen? Ah. Gut. Warum nicht? Hier kann man dann wählen, das waren meine ersten Sachen weichen. Wir fahren jetzt nicht nach Feldhausen, wir fahren nach Altdorf. So. Bevor ihr fragt, nein, ich habe nicht vor, die Straßen hier zu verbinden. So. Das ist auch ein fehlgeschlagenes Schild. Man fährt hier außen und rechts vorbei über eine schicke Brücke. Welche hier dann einfach so endet. Und da drüben sehen wir das erste Dorf aus Akazien. Altberg. Ist mir zu Altberg. Mit einem schönen Badesee. Das heißt, wer ein bisschen baden möchte, kann das in diesem See machen, was auch ein Fehler, der grundsätzlich noch nie gefixt wurde, obwohl der seit der Pocket Edition 0.13 existiert, ist in der Java Edition kommt er nicht vor, dass irgendwo ganze Chunks einfach weg neu generiert werden und dann plötzlich irgendwas anderes ist. So, bevor er fragt, wie kommt man zur Station, hier gibt es einen Tunnel. Check gemacht. Alles ausgeschildert, ab zur Straßenbahn. Hier, das sind doch schon mal das schönste ein Tauchhäuser, oder? So, hier sind wir dann Altdorf.
endet auch heute noch die S-Bahn. Also geht's mal kurz unter der Erde durch. Sieht man nicht so. Rathaus, Altdorf Rathaus. Wo ist das Rathaus? Und zwar, das ist das Rathaus. Warum die Station hier ist. Hier, das. Das ist das Rathaus. Mit Werkbank. Und ein Villager, der sich immer nur im Kreis dreht. So. Was gibt's hier noch? Au, oh, Wachtürmchen da. Hier ist mir auch ein Villager-Programmierfehler mal aufgefallen. Den habe ich aber gefixt. Der wurde von Mujan gefixt. Ich habe ihn mit Hilfe der Ranken behoben. Hier auch eine Querverbindung der U-Bahn, wobei die U-Bahn hier überirdisch fährt. Das liegt daran, das ist eigentlich keine U-Bahn. Aber sie läuft teilweise auf den gleichen Gleisen, deswegen habe ich das einfach so genannt. Fertig. Also, das sind eigentlich nur eher die ganz alten Bereiche. Das wird dann etwas moderner werden. Ja, hier ist eine neue Farbe, Orange. Orange. Orange ist nur in diesem Bereich hier und weiter hinten zu finden. Weil das gibt es nicht. Mal hier durch die Welt, ob sie noch was. Vielleicht entdecken wir ja zusammen was Interessantes. Nein, das ist nichts Interessantes. Da ist dieser Fehler schon wieder. Die Fehler kommen hier öfters vor. Hier auch. Die kommen ziemlich häufig vor. Das hier einfach mal ganze Chunks verladen werden. So, wir haben jetzt noch 2 Minuten. Mindestens. Halt nicht Uhrzeit, wir wollen Wetter, klar. Vielleicht findet man was. Man hat was gefunden. Und zwar eine Zugstrecke. Das Ganze, wir fahren einfach mal los. Ja gut, das ist ziemlich weit draußen. Das ist einfach ein ganz kleiner Bahnhof von dem Regionalzug. Wenn das nicht beschildert ist, ist draußen in der Regel der Regionalzug. In den Dörfern ist alles beschildert. Kann ich jetzt euch gleich mal sagen, wie wir zurückfinden. Da auch schon wieder irgendwas war. Das ist auch eine Sache, die gibt es nicht mehr, aber diese ungestützten Bäume. Die gibt es auch nicht. So, hier sind wir, da steigen wir aus, laufen zur Endstation der U-Bahn. Da müssen wir lang. Und dann. Hier. Oh, jetzt werdet ihr meine ersten. Ihr habt ja im letzten Part in der Stadt schon die modernen Weichen gesehen, wie ich sie mittlerweile konstruiere. Damals habe ich sie noch ganz blöd konstruiert. So. So habe ich früher meine Weichen konstruiert. Und hier geht es dann auch durch den Tunnel. Das sind meine ganz modernen Tunnel, die hier. Also das ist wirklich einer der ganz der Tunnel war früher mal zweigleisig, jetzt wurde er auf viergleisig erweitert. So baue ich neuerdings Tunnel. Das werden wir aber auch erst in einem der letzteren Parts sehen. So, wir fahren noch etwas weiter. Gut. Meine schicke Kreuzung verbaut. Da sieht man was unterhalb der Welt ist. Und die Welt hat sich schon wieder aufgehängt. Was ist denn heute los? Die hängt sich doch sonst nicht so oft auf. Im letzten Part hat sie sich aufgehängt und in diesem. Immerhin zurzeit hat sie nur 168 MB. Das wundert mich auch immer. Warum werden die Welten irgendwann kleiner und irgendwann größer? Also, dass sie größer werden, ist ja klar, wenn man mehr baut, mehr erkundet. Aber dass sie irgendwann dann auch wieder kleiner werden, das verwundert mich. Auf dem Rückweg. Durch die Insel, da schauen wir, was der Villager hier zu handeln hat. Nein, schauen nicht, was der Villager hier zu handeln hat. Sondern wir gehen
diesem Bahnhof, was auch die Endstation der Orangenen Bahn ist. Und ich sage euch gleich, was die Orangene Bahn ist, die ist mit A gekennzeichnet. Was die ist, war irgend so was dazwischen, sage ich jetzt schon mal, aber zwischen was? Sage ich euch nicht, wir fahren nämlich jetzt mit dem Regionalzug zurück. Und der Regionalzug hält schon mal nicht an diesem Dorf. So viel verrate ich euch. Das ist jetzt. So, wir fahren nämlich zurück zum Hauptbahnhof. Danach. Im nächsten Part das zu erkunden, was ich euch schon im letzten Part versprochen habe, aber dann doch wieder geändert habe. Fies wie ich bin. Pferdchen, das mal so sagen darf. Also, da hinten ist Altdorf, da ist ein Villager. Also ein Villager. Und was ist hier? Was ist hier? Das ist was ganz Neues. Das ist nicht Altdorf. Doch, das ist was ganz Neues. Ja, das kennen wir auch noch nicht. Ort, den habe ich Feldhausen genannt, warum auch immer. So, da gibt es eine kleine Straßenbahnlinie mit zwei Stationen, die einem erstmal ins, ja, ins richtige Dorfzentrum bringen. Man sieht, ich konnte hier nicht weiter. Auch hier gibt es ein Ofenhaus. Eines der kleinsten Häuser sind die Ofenhäuser. Ja. Das Ofenhaus Feldhausen. Da gibt es einen Villager, der meint, er kommt nicht. Er ist so blöd und rein zu hopsen. Das ist auch toll. Hier scheint mal ein Feld gewesen zu sein, aber ich weiß nicht, was daran schuld war. Aber aus irgendwelchen Gründen ist hier auch einfach Schluss. Das sind so Sachen. Warum fixt man sowas nicht? Hier auch. Hier fehlt einfach eine Reihe. Es würde mich gerne mal interessieren, was. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Wir fliegen in diese Richtung, bis was Neues kommt. Außer einer Insel. Aha. Aha. Gut, jetzt wisst ihr es auch. Das ist dahinter. Das fliegt dahinter normal weiter. Wenn nicht alles täuscht, hat man irgendwo hier die Chancen auf keine Ahnung was. Und dann zum Hauptbahnhof. Erkunden mit den. Also nicht kein richtiger. Also. Ich verabschiede mich im nächsten Pass. Ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.